Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um den BMW F11. Da wollen wir die Bremsen hinten neu machen, Scheibe, Klötze. Von der Marke Zimmermann werden wir die verbauen. Und wichtig darauf zu achten, wichtig, wenn ihr das nachmachen möchtet, ihr müsst vorab mit einem geeigneten Diagnosetester, solltet ihr das Ganze einmal den Elektromotor zurückdrehen. Man kann das Ganze auch ohne Tester machen, ist aber nicht zu empfehlen. Stecker ab, Batterie dran, zurückdrehen. Aber im Nachhinein müsst ihr dann eine Grundeinstellung durchführen, beziehungsweise den Elektromotor auch wieder rausfahren. Also richtig ist es, mit dem Diagnosetester das Ganze zu machen. Wir haben auch ein separates Video dazu gemacht mit Autofix. Wir blenden mal so das Thumb ein oder auf dem Kanal einfach F11 Wartungsbremse, Wartungsmodus aktivieren oder Werkstattmodus aktivieren. Und ja, das vorab. Danach natürlich wichtig, Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Zu empfehlen ist auch folgendes Werkzeug, weil wenn ihr das Ganze, den Elektromotor zurückgedreht habt, heißt es nicht, dass der Kolben auch zurück ist. Den müsst ihr noch reindrücken. Und wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Da gibt es halt den Bremskolbenrückstellwerkzeug, beziehungsweise ich kann das hier auch auf die Schnelle eben zeigen. Da gibt es so einen Komplettsatz. Wer es noch nicht kennt, Kauflink unten in der Videobeschreibung mit Linksgewinde, Rechtsgewinde, um das Ganze vernünftig zurückzudrehen. Ja, um was für einen BMW handelt es sich hier überhaupt? BMW F11 520D 140 kW, Motorcode B47D20, Baujahr 2016. Und ja, Scheibe, Klötze wechseln wir. Wichtig, eine neue Verschleißanzeige ist dringendst notwendig, weil nach der Reparatur müssen wir das Ganze zurücksetzen. Und ich sag mal so, die Verschleißanzeige hat eine bestimmte Haltbarkeit. Da ist ein Innenwiderstand, das checkt der Steuergerät ab, ob der gewechselt wurde, und dann könnt ihr das Ganze zurückstellen, zurücksetzen. Wichtig, Verschleißanzeige immer neu machen. Ich bin gespannt, ob das von der Marke NK klappt, weil erfahrungsmäßig gibt es da ab und zu Probleme, wenn man keine originale Verschleißanzeige verwendet. Texter bis jetzt auch keine Probleme gehabt, TRW auch nicht. Ich bin gespannt, wenn es da Probleme geben wird, werde ich das unten in die Kommentare oben anhängen. Und ja, worauf man noch achten kann, sollte, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen. Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Machen wir die Motorhaube einmal auf. Wir machen hier die drei Klammern ab. Das Ganze dann hier einmal entnehmen, weil
Hier befindet sich der Bremsflüssigkeitsbehälter. Ja, und wichtig vor der Reparatur, Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, dass das nicht zu hoch ist. Gegebenenfalls ein bisschen absaugen oder mit Lappen umlegen, weil wir die Kolben wieder reindrücken und es könnte sein, dass jemand Bremsflüssigkeit nachgefüllt hat und dann würde bei euch das Ganze überlaufen. Das ist nicht gut. Warum? Lack löst sich auf und das Ganze ist nicht gut. Und wichtig, nach der Reparatur natürlich auf die Bremse treten, dass der Flüssigkeitsstand auch wieder runtergehen kann. Die Kolben fahren ein Stück wieder raus. Dadurch sinkt der Bremsflüssigkeitsstand wieder und das nach der Reparatur natürlich auch wieder prüfen. Falls bei euch Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist, das Ganze mit Wasser. Bremsflüssigkeit könnt ihr nur mit Wasser abwaschen, Wasser drauf kippen, damit das Ganze ablaufen kann. Das ist wichtig vor der Reparatur. Als erstes holen wir die Verschleißanzeige raus. Beziehungsweise wir können die hier dran hängen lassen, aber das Ganze hier schon mal vorab aus den Halterungen holen. Diesen Deckel hier einmal aufmachen. Und hier sitzt der Stecker drin für die Verschleißanzeige. Und das Ganze dann einmal rausnehmen. Wir nehmen einen 6er Imbus. Das Gute ist, durch diese elektronische Bremse entfällt, damals gab es ja halt diese mechanische Handbremse mit dem Seilzug, da waren die Backen bei BMW immer hier drin. Das ist jetzt entfallen, dadurch, dass wir halt diesen Elektromotor haben, müssen wir hier nichts mehr mit dem Ritzel machen. Als nächstes nehmen wir einen 15er Ringschlüssel und einen 13er. Lösen das Ganze. Oben dasselbe. So, wichtig, Bremssattel nicht hängen lassen, damit der Schlauch nicht belastet wird und der Stecker. Hier können wir dann die Klötze sehen und die Verschleißanzeige. So, um die Bremsgabel oder Träger, wie er auch gern genannt wird, abzuschrauben, nehmen wir einen E16er Torx mit einer Verlängerung. Und schrauben das Ganze mal ab.
Ja, und jetzt ist es natürlich ganz wichtig, mit so einem Drahtbürstenaufsatz das Ganze hier richtig, richtig gut sauber machen. Jetzt kommen wir einmal dazu, den Kolben zurückzudrücken. Wichtig, unter die Manschette gucken, dass ihr da keinen Rost habt. Dass da alles in Ordnung ist, dass die Manschette heile ist. Ja, da sieht alles okay aus. So, und ihr habt jetzt den Elektromotor zurückgedreht, aber der Kolben ist immer noch an derselben Stelle geblieben. Und jetzt müsst ihr den, die Gewindestange dreht sich rein, aber diese Platte, die bleibt gerade stehen. Wir drücken den einfach nur rein. Und das muss natürlich sehr, sehr leichtgängig gehen, weil das hat keinen Sinn, wenn das schwergängig geht, dann wird er natürlich auch schwergängig rauskommen. Und dann werden bei euch die Klötze die ganze Zeit schleifen. So, das war's. Dann wurde das zurückgedrückt. Wir können das Ganze hier jetzt noch ein bisschen sauber machen mit Drahtbürste. So, und jetzt ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die, die den Kanal verfolgen, wissen das. Ich muss das nicht mehr, glaube ich, nicht mehr zeigen. Die Bleche natürlich mit Drahtbürste schön sauber machen und hier drunter die Gabel richtig gut mit Feile, Drahtbürste, Drahtbürstenaufsatz mit Akkuschrauber oder Bohrmaschine richtig gut diese Flächen sauber machen, da wo der Klotz sitzt, und das Ganze schmieren. Prüfen, dass diese Manschetten hier heile sind. Das Ganze auch rausnehmen. Altes Fett wegmachen, neues draufschmieren. Textil Dauerschmierstoff, Kauflink unten in der Videobeschreibung. So, das Ganze natürlich oben und unten. Leider sind neue Bleche nicht dabei gewesen. Deswegen müssen wir die alten gut sauber machen. Dann schmieren wir hier das Ganze. Die neue Schraube drauf. Leider ist keine neue Schraube mit dabei gewesen. Und die Schraube bekommt 16 Newtonmeter, also ziemlich viel bekommt sie nicht, weil sie wird hauptsächlich von den Radbolzen gehalten. Das Ganze einmal entfetten. Ja, das Ganze hier gut die Bleche sauber machen, unten drunter sauber machen, die ganzen Ecken sauber machen mit Feile, Drahtbürste, habe ich schon alles gesagt gehabt, gut fetten, nicht zu viel, nicht zu wenig, und das Ganze hier einmal dran und das Ganze wieder festziehen bzw. ansetzen. Und die Schrauben bekommen 110 Newtonmeter. So, die neuen Klötze drauf. Wichtig darauf zu achten, es gibt da eine Kolbenseite und eine Außenseite. Hier waren zwei neue Schrauben dabei.
Und die Schrauben bekommen 35 Newtonmeter. Aber da kommt man mit keinem Drehmomentschlüssel dran. Aber damit ihr schon mal so die Richtung habt. Und anschließend die Verschleißanzeige wieder ansetzen. So. Ja, Leute, Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, also Bremse treten, Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, ihn aus dem Werkstattmodus rausholen, damit die Bremsen wieder, damit der Elektromotor wieder rausfährt. Wichtig, wenn ihr die Zimmermann oder Gelochte von ATE, gibt es glaube ich auch welche, darauf achten, da liegen ab und zu Unterlagen drin, die ABE, dass man die Bremsscheiben fahren darf. Wichtig, darauf zu achten. Und ja, ansonsten wegen der Verschleißanzeige, da folgt ein separates Video zu. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Werkzeug benötigt, zum Beispiel diesen Kolbenrücksteller oder Bremsflüssigkeitsspritze, um Bremsflüssigkeit eventuell abzusaugen, von XXL Automotive, unten verlinkt das Ganze. Mit Vidya Wolf kriegt ihr nochmal 5% auf das Werkzeug. Und ja, ansonsten, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Alle weiteren Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung und falls euch noch was einfällt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, weitergeholfen hat, lasst einen Daumen da. Ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr Bock auf Reparaturen habt bzw. vorbeibringen möchtet, ein Angebot haben möchtet, checkt unten die E-Mail ab, Fahrzeugschein zuschicken, machen wir euch ein Angebot fertig. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!